Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich für einen neuen Abend mit Schweizerdeutsch, One Minute with German. Heute haben wir eine halbe Stunde wieder Zeit, um zusammen zu chatten, zusammen zu reden, zu diskutieren. Hallo Olga, hallo Patricia, ihr seid schon da. Hallo Boris. Schön, dass ihr da seid. Wie geht es euch? Geht es euch gut? Habt ihr einen schönen Tag gehabt? Ich hatte sehr einen schönen Tag gehabt. Er ist schnell vorbeigegangen. Ja, Patricia, ich weiss noch, wir haben zusammen telefoniert, gell? Ich hoffe, es geht euch allen gut. Schreibt fleissig auf dem Chat, dass ich da nicht allein mit Selbstgespräch führe. Ja. Ich hoffe, ihr habt vielleicht auch schon ein bisschen Zeit gehabt, Schweizerdeutsch zu üben mit euren Kollegen oder Freunden oder auf der Strasse. Ja. Olga, du hast einen schönen Tag gehabt. Oder es ist ein schöner Tag gsi. Ja. Okay. Es ist 8 Uhr. Wir wollen loslegen. Wir wollen schnell wiederholen. Die Wörter von heute. Es tut mir leid, die Lektion heute ist etwas spät gekommen. Wir waren am Wochenende weg und plötzlich ist die Zeit vorbei. Also, habt ihr eine Frage? Habt ihr eine Frage? Vielleicht habt ihr eine Frage zu den Lektionen, die schon gewesen sind. Wenn ihr eine Frage habt, dann fragt. Ja? Und dünnt laut wiederholen daheim. Verstehe. Ich verstehe dich nicht. Wir verstehen schon gut Schweizerdeutsch. Oder? Verstehst du Chinesisch? Ich verstehe kein Chinesisch. Aber ich verstehe ein bisschen Spanisch. Ganz ein bisschen. Versteht ihr gut Schweizerdeutsch? Verstehe. Was ist los, Olga? Was ist los? Das ist eine gute Frage. Wir wiederholen Schweizerdeutsch. Wiederholen. Wir wiederholen, dass wir gut Schweizerdeutsch lernen. Olga, du verstehst schon Schweizerdeutsch. Und Französisch auch? Ja, das ist super. Kannst du alle 4 Landessprachen? Verstehst du Italienisch und Rätoromanisch? Verstehe. Also wiederholen. Zum Lehren ist es gut, wenn man dort wiederholen. Kannst du andere Sprachen? Kannst du andere Sprachen? Ich rede nicht Schweizerdeutsch. Oder ich rede nicht Spanisch. Ich verstehe ein ganzes bisschen, aber ich rede nicht Spanisch. Ja, genau, Olga, das hast du heute wenig Zeit gehabt für die Lektion, ja. Ich rede noch nicht so gut Schweizerdeutsch. Wenn du sagst noch nicht, dann denkst du im Moment noch nicht. Aber später rede ich dann gut Schweizerdeutsch. Ich lehre Schweizerdeutsch. Im Moment rede ich noch nicht so gut. Ja, aber ich verstehe schon viel. Ich verstehe schon viel Schweizerdeutsch. Genau. Olga, du redest Russisch.
Du redest sicher sehr gut Russisch. Ja, aber ich rede noch gar kein Russisch. Vielleicht lehre ich einmal chli Russisch. Ich verstehe ein bisschen. Je nachdem, ein Wort oder so. Хорошо. Oh. Ich habe eine Frage. Gehen wir da schnell durch, weil ich habe nachher noch ein paar interessante kleine Gespräche. Wie sagt man das auf Schweizerdeutsch? Das tun wir üben. Wie sagt man das auf Schweizerdeutsch? Was ist das? Das ist ein Bleistift. Ein Bleistift. Ja, wie heisst das auf Schweizerdeutsch? Ihr könnt aufpassen, das Bleistift ist noch etwas Interessantes. Auf Hochdeutsch ist es der Bleistift und auf Schweizerdeutsch das Bleistift. Das Bleistift. Oh, hallo Matt. Also ihr müsst aufpassen, manchmal wenige Wörter haben einen anderen Artikel. Das ist möglich. Ja. Patricia, du redest Italienisch, Französisch, Deutsch und Portugiesisch. Das ist super, du bist ein Sprachtalent. Genau, Olga, das ist ein Bleistift. Mhm. Nicht der Bleistift, sondern das Bleistift. Ja. Ich verstehe das nicht. Oder ich verstehe dich nicht. Ich verstehe dich nicht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Das würde eigentlich heißen, I don't understand it. Ja. Was meinst du? Was ist deine Meinung? Was meinst du? Genau, Olga, das Bleistift. Kannst du das bitte wiederholen? Ja, kannst du das bitte wiederholen? Oder redest du vielleicht eine andere Sprache? Ja, dann können wir zusammen in einer anderen Sprache reden. Oder du kannst sagen, ich rede kein Englisch. Du musst Schweizerdeutsch mit mir reden. Ja? Oder du kannst sagen, kannst bitte etwas langsamer reden. Klar und deutlich. Langsam. Kannst bitte etwas langsamer reden. Und etwas, was schwierig ist zu sagen, ist das. Wie heisst das auf Schweizerdeutsch? Das wäre jetzt interessant, euch zu hören, wie ihr das sagt. Das ist ein schwieriges Wort mit drei. Wie heisst das auf Schweizerdeutsch? Das ist etwas, was in jeder Küche hat. Und dort kann man Tassli drin versorgen, zum Kaffee machen, Kaffee trinken. Ja. Ja, wie heisst das auf Schweizerdeutsch? Ich mache. Genau. Küchikästli, Olga. Super. Ein Küchikästli. Ein Küchikästli. In diesem Küchikästli, könnt ihr das sagen? Küchikästli. In diesem Küchikästli hat es Tassli. Ja? Ein Tassli. Wo ist Tassli? Das Tassli ist im Küchikästli. Gibt es andere Wörter, die ihr schwierig findet, die sagen, das ist schwierig zu sagen? Küchikästli. Es gibt Schnabuwetzer. Ja? Das heisst, etwas, was schwierig ist zu sagen. Zum Beispiel, der Papst hat zu spät das Besteck zu spät bestellt. Ja,
aber das ist vielleicht ein bisschen schwierig für heute. Wer Lust hat, kann es versuchen zu üben. Der Papst, also Franziskus, der Papst, ist die Spiez gsi am Thunersee. Die Spiez. Und dort war er im Restaurant gsi. Und im Restaurant zum Essen braucht man Gabel und Messer. Zum Essen. Kannst essen. Und das ist das Besteck. Gabel und Messer und Löffel, das ist das Besteck. Und in diesem Vers hat er müssen das Besteck bestellen. Er hat müssen sagen, im Restaurant, der Serviertochter oder am Ober, dass er möchte, dem Kellner, dass er möchte das Besteck noch haben, dass er ein Besteck braucht. Der Papst hat zu spät das Besteck zu spät bestellt. Das sind andere schwierige Sachen. Kennt ihr schwierige Wörter? Was ist für euch schwierig? Genau. Matt, du kennst das. Magst du dich noch erinnern? Kannst du es sagen? Ja? Also, wie heisst das auf Schweizerdeutsch? Also, wenn du möchtest sagen, die Person da, die ist ganz speziell für mich. Das ist meine grosse Liebe. Dann, wie sagst du denn? Wer ist das? Wenn jemand fragt, oh, wer ist der Adam? Und dann kann ich sagen. Wer ist der Adam? Das ist, im Moment, jetzt ist er meine Mann. Aber vorher war er noch nicht meine Mann. Matt, du findest es schwierig, nume und nimme. Nume, ja, wir haben nume noch 20 Minuten Zeit, ja, oder nimme. Zum Beispiel, ich gehe nimme schwimmen. Es ist zu kalt. Im Sommer gehe ich in den See schwimmen, aber jetzt gehe ich nimme schwimmen. Jetzt gehe ich vielleicht ins Schwimmbad schwimmen. Also wer so nicht ein Partner, was ist das? Wie heisst das auf Schweizerdeutsch? Wenn die zwei, wenn der Mann jetzt würde sagen, oh, das ist meine, das ist Eva, das ist meine. Freundin. Ja, das ist meine Freundin. Ich habe gedacht, das ist vielleicht ein gutes Thema. Du weißt, ein Freund ist einfach ein Friend. Ein Freund, eine Freundin. Ich habe viele Freundinnen. Ja, die Marianne ist meine Freundin. Ja, aber wenn ich sage, der Boris ist mein Freund, dann denken die anderen, wir sind Partner, mein Freund. Ja? Oder wenn jemand fragt, hast du einen Freund? Ja? Genau, du kannst auch sagen, meine Partner, meine Partnerin, dann ist es so fix, so ein bisschen mehr fix. So wie ein Mann oder eine Frau, das ist mein Mann. Ich sage nicht, das ist mein Ehemann. Ich sage, das ist mein Mann. Ja? Dann kannst du auch sagen, das ist mein Partner oder das ist meine Partnerin. Das heisst, wir wohnen zusammen. Ja? Und wenn du sagst, wenn du ganz jung bist, ein Teenager oder ein Teenager kommt heim, deine Kinder vielleicht kommen heim und du hast ein Mädchen und sie sagt, oh, das ist mein Freund, Papi, das ist der Tom. Ja? Dann denkst du, oh, aha, das ist der Freund, das ist der Boyfriend. Ja? Oder wenn ein Bub heimkommt und sagt,
ein junger Bub meinen Sohn heimkommt und sagt, Mami, das ist Caroline, das ist meine Freundin. Dann denke ich, aha, meine Freundin, oh. Oder wenn er sagt, das ist eine Freundin von mir, dann ist es einfach, hat er viele Freundinnen und das ist eine von ihnen. Nichts Spezielles, nicht eine Girlfriend. Ja, ein Freund oder eine Freundin. Hast du einen Freund oder eine Freundin? Oder haben deine Kinder einen Freund? Haben sie schon einen Freund oder eine Freundin? Ich weiss von nichts. Meine Kinder haben vielleicht eine Freundin. Meine Buben haben vielleicht eine Freundin. Aber ich weiss nicht. Vielleicht noch nicht seriös oder sie haben noch keine Freundin. Ah, oh, Olga, du hast einen Freund. Super. Mhm. Matt, du hast eine Partnerin. Das ist schon ein bisschen fixer. Ja. Oder ich kann fragen, oh, ist das deine Freundin? Ist das deine Frau? Oder deine Partnerin? Ja. Und dann kannst du sagen, nein, nein, das ist nur eine Freundin von mir. Oder das ist nur ein Freund von mir. Das ist nicht ein Partner. Ja. Oder vielleicht ein Geschäftspartner. Ja. Zum Geschäft machen, zum Business machen. Okay. Wie heisst das auf Schweizerdeutsch? Wer weiss? Das habe ich auch da. Das brauche ich zum Schreiben. Ja, das ist schwarze. Genau, Patricia, du hast nur einmal. Ich glaube, das reicht einmal. Wenn du musst. Viele Männer, du kannst Freunde haben, viele Freunde, aber viele Männer wäre vielleicht ein bisschen mühsam. Schwierig, schwierig. Mhm. Wie heisst das auf Schweizerdeutsch? Nein, das Bleistift ist das. Das ist jetzt so ein bisschen aus Metall und man kann draufdrücken, klicken und es schreibt. Das ist in einer Lektion, schon vorher haben wir das gelernt. Nicht ein Bleistift, sondern ein mit CH. Ein Kugelschreiber. Ein Kugi. Ein Kugelschreiber. Ja? Ich tue gerne von Hand schreiben. Ich tue gerne mit meinem Kugi schreiben. Kugi. Ohne N. Nicht Kungli. Kugi. Ein Kugelschreiber. Kugelschreiber. Genau. Und mit dem Kugelschreiber schreibt man. Man schreibt. Aber meine Kugi schreibt nicht. Ja? Wie kannst du fragen, ob du von jemand anderem seinen Kugelschreiber brauchen darfst? Wie kannst du fragen? Das war auch schon in einer Lektion. Vielleicht wissen wir noch. Meine Kugi schreibt nicht. Patricia, kann ich deine Kugi brauchen oder kann ich deine Kugi ausleihen? Kann ich den Kugi von dir ausleihen? Kann ich deine Kugi ausleihen? Ich muss schnell etwas schreiben. Mhm. Manchmal braucht man immer noch eine Kugi. Auch heute. Ja. Mein Mann hat mir zu Weihnachten einen guten Kugi geschenkt. Ja, mit dem kann ich ganz gut schreiben. Ausleihen. Genau. Das ist, wenn du den Kugelschreiber gibst, aber du möchtest ihn gerne wieder zurück. Ja. Ich tue dir meinen Kugi ausleihen. Du kannst ihn brauchen, 10 Minuten. Und dann gibst du mir den Kugi wieder zurück. Ja. Kugi, vom Kugi gehen wir zu etwas. Ah, oh, super, danke Patricia. vom Kugi gehen wir zu etwas, das reimt.
Wie heisst das auf Schweizerdeutsch, das grosse Weisse mit den Flügeln, wo du kannst brauchen zum Reisen über den Ozean zum Beispiel? Wie heisst das? Es gibt eine kurze Form, das ist ganz ähnlich wie Kugi, und es gibt eine lange Form. Genau, Olga, Kugi ist Pen. Mhm. Das ist gut. Flugi, genau. Das Flugi oder das Flugzeug. Das Flugzeug ist das ganze Wort und wir sagen häufig auch nur Flugi. Flugi. Das Flugi fliegt. Genau, fliegen, fliegen. Du hast gern fliegen. Tun dir gern fliegen. Mats, das ist das Flugi, das Flugzeug. It. Das Flugzeug. Also das. Hallo Or, du bist auch da. Tun dir gern fliegen? Jetzt haben wir ein paar Fragen mit gern. Ja? Do you like ist immer tust gern, wenn du etwas tust machen. Tust gern fliegen, das ist eine Aktivität. Du tust gern fliegen, Olga. Ja. Ich fliege auch sehr gern, aber nicht sehr viel. aber ich tue gern fliegen. Ich sitze im Flugzeug und schaue raus und sehe die Sonne und den Himmel, die Wolken unten dran und die Sonne oben dran. Ja. Wie heisst das auf Schweizerdeutsch? Was kommt da? Was fährt im Bahnhof ein? Was ist das? Das ist kein Auto, kein Velo, kein Flugi. Das Flugi fliegt von einem Flughafen. Es braucht Startpiste und eine Landepiste. Matt, du tust nicht gerne fliegen. Du hast schon genug vom Fliegen. Oder hast du Angst vom Fliegen? Denkst du, ich weiss nicht, was passiert im Himmel, wenn ein Gewitter kommt. Zugi, der Zug, ohne I, genau, Patricia. Das ist ein Zug oder Eisenbahn, sagt man manchmal auch. Ich fahre mit der Eisenbahn, der Zug. Genau, Matt, für dich ist es besonders nötig, dass du fliegst. Mhm. Also, du hast gern Eisenbahn fahren. Du hast gern Eisenbahn fahren oder Zug fahren. Du gehst gern mit dem Zug reisen. Ich tue sehr gern Zug fahren. Besonders in der Schweiz sind Züge sehr regelmässig. Sie fahren im Halbstundentakt oder im Viertelstundentakt. Ja. Und sie sind sehr pünktlich, Züge. Ja. Sie sind sehr ruhig. Sie sind sehr ruhig, Züge. Das ist auch gut. Und du kannst gut lesen, du kannst schlafen im Zug. Du kannst reden, interessante Leute treffen. Ja. Tun dir gerne Zug fahren. Ja, ich kann auch sagen, fahrst gern Zug. Matt, du tust sehr gern Eisenbahn fahren. Ich auch. Nur, manchmal ist es ein bisschen teuer. Naja. Okay. Nein, ich fahre lieber Velo. Weil das Zugfahren so teuer ist, ist das eine Motivation zum Velofahren. Ja? Könnt ihr auch gerne Velofahren? Ich fahre gerne Velo, aber ich fahre lieber Zug. Oder ich fahre gerne Zug, aber noch lieber
tue ich Velo fahren. Es kommt darauf an. Es kommt darauf an. Weite Distanzen tue ich gerne mit dem Zug fahren. Und wenn es nach ist, wenn es kurze Distanzen sind, und die Sonne scheint, das Wetter gut ist, dann nehme ich gerne das Velo. Olga, du bist gleicher Meinung. Zugfahren ist teuer in der Schweiz. Jetzt die letzte Sache. Ich muss aufs Häusli. Wortwörtlich übersetzt, ich habe jetzt das nicht der Meinung nach übersetzt, nur wortwörtlich heisst es, I have to go on the small house. Was ist das? Du bist im Auto mit jemandem und die Person sagt dir, ich muss aufs Häusli. Ich muss aufs Häusli. Was sagst du? Musst du fragen, was? Ich muss aufs Häusli. Ihr seid unterwegs im Auto, es hat Wald, es hat Tier, aber es hat kein Häusli. Wo hat es ein Häusli? Es hat kein Häusli. Aber die andere Person sagt, ich muss aufs Häusli. Aber da hat es ja gar kein Häusli. Wir sind im Wald. Genau, Patricia, du bist gut. Stopp. Genau, das heisst Stopp, du anhalten. Sonst gibt es einen Unfall, sonst gibt es ein Missgeschick. Ja. Wieso aufs Häusli? Wieso aufs Häusli? Aufs Häusli, nicht drei. Auf. Was meinst du damit? Was meinst du? Ich verstehe das nicht. Aufs WC, genau, Matt. Das ist nicht wichtig. Halt endlich an. Stopp, stopp, stopp. Und dann haltest du an und die Person kann aufs Häusli. Genau. Ein Baum ist auch gut, um aufs Häusli zu gehen. Es braucht nicht unbedingt ein Häusli, um aufs Häusli zu gehen. Dass man sagt das nicht sehr gern direkt, gobisle. Darum sagt man indirekt, ich muss aufs Häusli. Ja, und im letzten Sommer ist uns so etwas passiert. Mein Mann ist auch nicht Schweizer, er ist Pol. Und wir sind gelaufen in den Bergen. Und dann plötzlich ist mein Vater weg gewesen. Und mein Mann hat gefragt, ja, wo ist dein Vater? Wo ist dein Vater? Er ist nicht mehr da. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, er ist aufs Häusli. Und dann hat Adam, mein Mann, ganz komisch reingeschaut und gesagt, aufs Häusli? Was? Was meinst du? Ja, und dann haben wir alle gelacht, weil nach so vielen Jahren hat er noch nicht gewusst, was das heisst, ich muss aufs Häusli oder ich gehe aufs Häusli. Oder er ist aufs Häusli gegangen. Okay, ich hoffe, euch passiert das nicht mehr, dass ihr das nicht versteht. Ja, geh busy machen, geh bissle aufs Häusli, aufs WC, aufs AB, kann man auch sagen. Auf Englisch sagt man auch, um so schön zu sagen, sagt man the bathroom, washroom, oder? Washroom sagt man, glaube ich, nicht bathroom. Okay, das war es für unsere Stunde heute. Ich hoffe, ihr könnt jetzt alles fragen. Fragt, fragt, fragt. Was ist das auf Schweizerdeutsch? Wie sagst du dem auf Schweizerdeutsch? Was heisst das? Was meinst du, was du gesagt hast? Ja? Du musst auch aufs Häusli gehen, Olga. Du musst noch 2 Minuten warten und dann sind wir fertig. Ja, du musst noch ein bisschen Geduld haben.
Ja, dünnt fragen, dünnt mit den Leuten reden, dünnt in Aktion treten, habt keine Angst, das kommt gut und so kannst du immer mehr und mehr lernen. Ja. Und für die, die noch nicht gezahlt haben für Oktober, die, die gezahlt haben für im Oktober, merci vielmals. Für die, die noch nicht gezahlt haben, hat es hier auf der Homepage, wo ihr könnt die Lektionen anschauen könnt, hat es einen schwarzen Knopf, den du kannst drücken kannst. Und das ist ein Link zum Zahlen. Also das geht ganz einfach. Das, für Oktober, hoffe ich, bist du wieder dabei. Und dann können wir zusammen weiter Schweizerdeutsch lernen, Schweizerdeutsch chatten und üben, dass du bald ganz gut verstehst, alles verstehst und gut kannst reden auf Schweizerdeutsch. Habt ihr noch eine Frage? Gibt es etwas, was euch Schwierigkeiten macht? Ja? Was denkt ihr? Ich hoffe, es hat euch heute gut gefallen und ihr könnt etwas lernen und wiederholen. Danke, Matt, für die Überweisung. Ja, vielen Dank allen für eure Aufmerksamkeit, dass ihr da war, dass ihr mitgechattet habt. Und wir treffen uns um die gleiche Zeit am 8. Uhr am Abend, am nächsten Montag. Texten abladen. Ah, Patricia, du kannst dich einloggen auf meinen Account auf unserer Homepage www.swissgermanonline.com. Gibt es eine Rubrik My Account und dort musst du dich einschreiben und dann für den Kurs wählen für 45 Franken. Und dann solltest du automatisch dazukommen. Und sonst, wenn du Probleme hast, dann schreibst du uns noch einmal. Alle die, die Probleme haben, die können uns schreiben. Wir helfen gerne weiter. Ja. Merci vielmals allen. Alles Gute. Tschüss zusammen.